Wir sollen zu diesem Automaten eine rechtslineare Grammatik eingeben, die die gleiche Sprache beschreibt. Wenn wir eine Grammatik angeben, dann müssen wir erstmal dieses Tupel angeben. Das besteht aus den Nichtterminalen oder Variablen, den Terminalsymbolen, den Produktionsregeln und einem Startsymbol. So, wenn wir uns die Grammatik konstruieren, dann können wir uns die Variablen, also wir haben ja Produktionsregeln hier normalerweise irgendwie von der Form hier, es geht zu AA zum Beispiel. Das heißt, diese Grammatik, diese Produktionsregel, die ist jetzt rechtslinear, weil wir links das Wort anfangen zu generieren und dann nach rechts sozusagen übergehen. Also wenn wir das als Baum malen würden, hier irgendwie, dann würden wir sowas in der Art erhalten und der Baum, der würde so nach rechts wachsen, daher rechtslinear. Im Gegensatz zu linkslinear, das würde dann so aussehen. Und eine reguläre Grammatik, die darf entweder nur rechtslineare oder nur linkslineare Regeln enthalten, damit sie regulär ist oder halt damit sie rechtslinear ist. Und wir sollen jetzt eine rechtslineare Grammatik angeben, das heißt, wir dürfen nur diese Regeln verwenden. So, erstmal wieder weg damit. Und wenn wir eine Grammatik angeben, dann können wir uns diese Nichtterminalen, also diese Variablen sozusagen vorstellen wie Zustände. Also ich mache das mal kurz wieder hin. Wir haben ja der S meistens als Startsymbol und das kann man sich vorstellen wie einen Startknoten. Und wenn wir übergehen hier jetzt zu AA, dann haben wir, also erst hatten wir ein Wort S, dann haben wir ein Wort AA. Das heißt, es ist so, als hätten wir einen Übergang gemacht zu einem nicht-terminalen A sozusagen. Und von da machen wir dann weiter. Das heißt also, wir können uns die Zustände im Automaten vorstellen, als wären die Variablen in der Grammatik. So, wir wollen dieses Tupel angeben. Wir brauchen n. Ich bereite das hier mal vor. Wir brauchen t. Ich schreibe das S hier mal hier hin, weil die Produktionsregeln meistens ein bisschen mehr Platz brauchen. So, und die Produktionsregeln, die kommen dann gleich hier hin. So, ich hatte gesagt, die Zustände, die kann man sich vorstellen wie die Variablen in einer Grammatik. Das heißt, damit wir es einfacher haben, also ich kann die Nichtterminale natürlich nennen, wie ich will, A, B, C oder so, aber ich kann sie auch einfach nennen wie die Zustände, damit ich dann besser sehe, wo sie herkommen. Also jetzt zum Beispiel nenne ich sie dann einfach Q0. Als Konvention nimmt man für die Nichtterminalen Großbuchstaben, Q1 und Q2. So, die Terminalen, die kann ich hier direkt aus dem Automaten ablesen. Das wären hier halt A und B. Und ja, vorher hatten wir S als Startsymbol, aber ich will hier jetzt die Benennung wie die Zustände haben. Also wäre mein Startsymbol hier jetzt Q0. So. Kommen wir zu den Produktionsregeln. Wir hatten gesagt, wir fangen jetzt bei Q0 an. Das heißt, ich beginne hier auch die erste Regel mit Q0. Und man könnte sich diese Regeln vorstellen wie ein Übergang in einen anderen Zustand, wobei halt ein Eingabesymbol gelesen wird. Das heißt, ich mache das mal farbig. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Übergang mit einem B und lande wieder in Q0. Das heißt, ich kann das hier darstellen wie, ich habe hier einen Übergang mit einem B und bin wieder in Q0. So. Dann haben wir hier noch von Q0 aus einen weiteren Übergang mit einem A und landen in Q1. Das kann ich hier hinschreiben mit, also ich kann das hier mit dem Oderstrich trennen, dann
Ich kann es aber auch untereinander schreiben. Ich schreibe hier es jetzt mal nebeneinander. Also Q0 geht entweder nach BQ0 oder mit einem A nach Q1. So, damit haben wir die Regel für Q0 abgehakt. Ich schreibe die nächsten Mal, glaube ich, nebeneinander, damit ich nicht scrollen muss. Jetzt haben wir von Q1 einen Übergang mit einem B nach Q1. Das heißt, ich schreibe das hier jetzt mal hier neben. Wenn wir von dem Symbol Q1 kommen, dürfen wir einen Übergang machen mit einem B nach Q1. Ich unterstreiche das hiermit auch. So. Oder wir haben hier noch weitere Übergänge. Wir können hier mit einem A einen Übergang machen nach Q2. So, mit einem A einen Übergang nach Q2. So, damit haben wir auch alle Übergänge von Q1 betrachtet. Jetzt haben wir noch von Q2 einen Übergang mit einem B nach Q2. Die schreibe ich jetzt mal unten drunter. Q2 expandiert zu mit einem B wieder nach Q2. Oder wir haben hier einen weiteren Übergang mit einem A nach Q1. Das schreiben wir dann wieder so mit einem A nach Q1. Und jetzt würden wir niemals zu einem Ende finden, weil wir haben hier immer nur Variablen auf der rechten Seite und ein Wort darf nur enden, wenn es halt nur aus Terminalen besteht. Und wir haben hier noch Q2 als Endzustand. Und dem können wir Rechnung tragen, indem wir einfach sagen, Q2 expandiert auch nach Epsilon. So, damit haben wir alle Übergänge erledigt. Also es ist, glaube ich, klar, wenn man hier 2a eingelesen hat. Ja, wir können hier mal den Test machen. Wir wollen zum Beispiel ein Wort AA erkennen. Der Automat würde dann einfach hier und hier lang gehen und das dann erkennen. Und das wäre eigentlich das gleiche, als wenn wir hier von Q0 sagen, wir expandieren nach AQ1. Ich kann das hier auch mal hinschreiben. Von Q0 nach AQ1. Dann würden wir von Q1 jetzt nach AQ2 expandieren. Also ist, glaube ich, klar, ich ersetze dann dieses Q1 durch das, was ich danach hinschreibe, durch das hier auf der rechten Regelseite. So, das, was hier Q1 war, wird jetzt hier durch Q2 ersetzt. Und von Q2 darf ich dann nach einem Epsilon expandieren. Und dann komme ich nach AA Epsilon und das ist dann das gleiche wie, also das Epsilon, das schreibt man ja nicht mit, also es ist das gleiche, als wenn ich zu AA übergehe. Und damit habe ich eine Grammatik definiert, die die gleiche Sprache akzeptiert wie der angegebene Automat.